Ja, wir haben gestern in Hamburg unser Wahlziel ganz klar erreicht. Wir haben uns vorgenommen, nach 7 Jahren wieder zurück in die Hamburger Bürgerschaft zurückzukehren. Das haben wir ganz klar erreicht, auch nicht ganz knapp, sondern mit 6,6%. Das ist so der letzte Stand, den ich habe, auch ganz klar. Wir sind viertstärkste Kraft geworden. Darüber freuen wir uns natürlich. Und ich glaube, wir haben das geschafft, indem wir die richtigen Themen gesetzt haben und die auch mit den richtigen Personen besetzt haben. Wir haben uns ganz klar als diejenige Kraft positioniert, die den Volksentscheid zur Schulreform 1:1 umsetzt und dafür sorgt, dass wir die Einheitsschule nicht doch noch durch die Hintertür bekommen. Und wir haben in der Wirtschaftspolitik ganz klar gesagt, es geht nicht nur um den Hafen und um die Industrie, es geht vor allen Dingen um den Mittelstand, um die Unternehmen, die kleinen, vielen Unternehmen, wo die Arbeitsplätze und die Ausbildungsplätze geschaffen werden. Hamburg ist nicht nur Hafen und Industrie, sondern auch Handwerk, Dienstleistung und Kreativwirtschaft, das haben wir herausgestellt. Wir haben uns eine andere Familienpolitik gewünscht. Wir haben uns gesagt, Hamburg muss familienfreundlicher werden. Das beinhaltet einmal günstigere und flexiblere Kitas vor allen Dingen und bezahlbaren Wohnraum für Hamburg. Und wir haben ganz klar gesagt, Hamburg muss sparen. Wir brauchen eine grundsätzliche Wende in der Haushaltspolitik. Wir müssen den gigantischen Schuldenberg abtragen, den wir haben. Und auch darauf haben wir immer wieder hingewiesen. Ja, vor einigen Wochen hätte uns wahrscheinlich in Hamburg dieses Ergebnis niemand zugetraut. Wir haben das geschafft mit Unterstützung der Bundespartei. Dafür ganz herzlichen Dank. Und ich denke, dass das Ergebnis in Hamburg uns auch Auftrieb geben wird für die ganze Partei, für die Kommunal- und Landtagswahlen, die jetzt vor uns liegen, allen voran in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Ja, vielen Dank.